Im Stadtmuseum in Bruck an der Leitha wurde die Städtepartnerschaft mit Bruckmühl in Deutschland gebührend gefeiert. Wir wollten wissen, aus welchem Grund es vor 40 Jahren zu der Partnerschaft kam. Es freut mich natürlich wieder, dass wir Sie treffen. Es ist ja nicht nur eine Partnerschaft, es ist auch eine Freundschaft entstanden und das, glaube ich, ist uns ganz, ganz wichtig. Bruckmühl und Bruck, seit 40 Jahren Partnerschaft 1974, also am 13. September. Und seit diesem Tag wurde es regelmäßig gepflegt und das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig. Die Partnerschaft mit Bruckmühl ist uns sehr wichtig, mir persönlich auch sehr wichtig, weil dadurch wurde eigentlich Freundschaft entstanden und die wird bis heute gepflegt. 1974 die Gründung der Partnerschaft, 1989 wurden in beiden Orten Partnerschaftsvereine gegründet und es findet jährlich irgendein Austausch statt, einmal in Bruckmühl, einmal in Bruck, durch diverse Veranstaltungen und dadurch gibt es eine große Freundschaft. Es ist unsere einzige Partnerschaft, die wir mit einem anderen Stadt haben und von daher ist es halt ein herausragend wichtiger Punkt für uns, dass wir ja grenzübergreifend Kontakte pflegen und die eine oder andere Veranstaltung, die sich jetzt bei uns in Bruckmühl etabliert hat, ist ja aus der Partnerschaft entstanden und darum wollen wir das auch die nächsten 40 Jahre noch so weiter pflegen mindestens. Die Bruckmühler Besucher freuen mich ganz besonders, denn ich weiß nicht, wann das letzte Mal eine Abordnung in Bruck war bzw. im Museum war. Und das Interesse, das ich da gespürt habe, ist sehr groß und ich freue mich ganz besonders darüber. Was mir sehr, sehr gut gefällt, ist diese Zusammenführung der einzelnen, der vielen unterschiedlichen geschichtlichen Zusammenhänge. Und das hat großen Eindruck gemacht. Dass das, und ich finde es toll, dass das so in einem Gebäude zusammengefasst ist, dass man wirklich die Geschichte hier erleben kann und sicherlich auch den einen oder anderen Rückschluss darauf ziehen kann, wie es vielleicht weitergehen soll. Wie wollen Sie die Partnerschaft weiterhin pflegen? Eine Partnerschaft, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig, dass man die Kulturen anderer Orte auch kennenlernt, beziehungsweise Gedankenaustausch, wie macht ihr das, wie machen wir das. Ich glaube, das ist auch wichtig in Europa.